So, jetzt mache ich mich mal auf den Weg, hier neue Sachen zu erkunden. Ich werde mal hier das neue Lagerfeuer anzünden und dann versuchen, hier die Jammer, die Jägerin, zu finden. Das heißt, einfach nur in der Richtung hier lang zum Lagerfeuer. Da werde ich hier ein bisschen Gestrüpp und so mitnehmen. Kann ja mal gebrauchen. Was ist das denn? Wir hätten das jetzt schon mal gekillt. Egal. Ich glaube, ich muss hier runter. Ich irgendwie so runter sliden. Da sehe ich schon wieder Feinde. Muss mal da ranpirschen. Der kämpft jetzt sogar noch mit dem Eber. Den kann man auch noch eben fertig machen. Was ist denn, der fällt doch nicht gegen Eber, oder? Ich wollte schon sagen. Ah, dann geht mal der Bestie ein bisschen hier was zu fressen. Und da hat der komische Spitzkopf hier noch bei. Oh, und da ist wieder dieser Feigling, der sich hier versteckt. So, ich glaube, da muss ich hoch, damit ich zu dem Lagerfeuer komme. Oder machen wir das mal so. Gucken wir uns mal hier die Lage von oben an. Da sieht nach zwei Gegnern nur aus. So, ne, da ist noch der dritte. Doch noch ein bisschen mehr hier. Zünden wir die mal an, die Leute hier. So, was hat oder? Jetzt nur noch das Feuer hier anzünden. Jo, anscheinend, die drei Gegner. Und das Steinwachtfeuer gehört mir. 14 Stück muss ich hier noch erobern, dann habe ich alle. So wie es aussieht.
So, das sieht mir noch sehr verdächtig hier aus. So, das war's hier. Ja, so ein Höhlenlöwe, ne? Den will ich auch noch haben. Den kann ich auch schon. Sam. Ach, da gehe ich jetzt in die falsche Richtung. Ist das echt die richtige Richtung hier? Jo. Was hat denn da schon wieder welche rumeiern? Ach, die kämpfen sogar gerade gegen so einen Höhlenlöwen. Ach du Scheiße. Ja, das ist mies gelaufen jetzt. Direkt mal wiederholen hier. Ja, ich mache einfach jetzt wieder neu hier auf dem Weg. Was passiert also, wenn man stirbt? Man kommt wieder ins letzte Lager da rein. Ich hoffe, ich finde hier dann irgendwo nochmal hier die Löwen, damit ich die anködern kann. Gibt es hier Spuren von hier, aber ich höre schon wieder hier irgendwo Schrei da. Anscheinend kämpfen die gerade da gegen die Löwen. Ich will die doch ködern, ey. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt bei dem. Gerade nicht noch irgendwo einer. Ach, der ist da, aber das wäre der gleiche. Ah, gucken wir uns erstmal hier die neue Beute an. Bisschen stärker. So, wir sind jetzt hier an der Höhle von der Ulden angekommen. Wir sollen für die den Bären aufspüren. Wahrscheinlich können wir danach dann auch endlich Bären zähmen. Schauen, ob uns hier angezeigt wird. Leider nicht, aber dann müssen wir halt mit dem Jägerblick arbeiten. Noch leicht zu verfehlen, ne? So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ah, da hinten sehe ich die nächsten roten Tatzen. Da sind nur Elche. Dachte schon, steht der da vor mir. Ach, aber so ist Fährtenlese ganz chillig. Alter, sieht das aus, als so hat der ein kleines Massaker gemacht.
der Schlangen getötet oder was ist das? Ach, das sind Bienenwaben. Ich dachte, das sind eine Rolle der Schlangen. Ja, ich werde hier weiter getapselt. So, da hinten. Sieht ein bisschen blutiger aus. Da vertue ich mich da nur. Der hat wieder Hunger gehabt, der Bär. Scheint so. Was ist das? Wie hat der hingepisst oder wie? Aber da hat er wohl auch noch ein bisschen Hunger gehabt. Boah, da zieht mich aber hier krass ins Landesinnere rein. Die einfache Jagd hier. Bin ich gleich einmal durch die ganze Map gelaufen, bis ich den Bären gefunden habe. Da ist irgendwas. Da rennt da oben rum. Schon weg. Was ist das? Ja, ist nur ein Wildschwein. Komm, dann legen wir das mal. Ist ein bisschen spannender hier. Sieht ja sehr interessant, dass hier so rumwirbelt. Oh, die Blumen, die haben wir glaube ich auch noch nicht gehabt. Ah, schon das nächste Wildschwein. Ja, direkt du direkt so. Habe ich hier so viel rumgewütet, dass ich jetzt die Spur von dem Bären verloren habe. Aber die wird mir jetzt zum Glück in Rot angezeigt. Da hinten ist so ein Rotfuchshund. Den habe ich auch noch nicht in meinem Team. Was hat denn, wieso hat der denn jetzt diesen Schwarm? Ach, den sollst du doch gar nicht werfen. Dann können wir erstmal noch ein paar machen und dann wieder auswählen. Jetzt hat die hier auf mich aggressiv werden, die Dinger. So, hier geht's weiter runter wieder. Ist hier eine sehr spannende Schnitzeljagd. Hier unten rennen wieder so viel Kleingedöns rum. So, da sieht es ein bisschen wilder aus und da wird da irgendein Vieh sitzt da. Ist das ein Affe? Kann ich ihn wohl zähmen? Mal gucken. Ja, da steht nichts von drin. Mal schauen, wie der reagiert, wenn ich da was hinschmeiße. So, eigentlich ist er glaube ich kein Fleischfresser.
Dann krabbeln wir uns heute einfach mal den Affen. Schön Affenfell. Ach, die musst du doch nicht heilen, der ist doch noch frisch genug. So, was gibt denn uns hier so ein Affe? Ja, Bär greift schnell an und wo geht's weiter hier mit dem Bären? Habe ich meinen Köder wieder eingesammelt. So, hier hat er rumgewütet und dann ist er hier weiter spaziert. Ach, hier gibt's noch mehr Affen. Mal ein bisschen Affenfell hier farmen. Komm, markier den. Wieso will der denn nicht markieren? So, jetzt aber. Rennen da hinten weg. So ein, irgend so ein Ochsenvieh oder so. Ach, wo hast du denn jetzt hier den Affen? Seht ihr das hier? Der ist ganz schön weit geflogen. Ich will, dass er nur so einen Tatzenhieb gemacht hat. Egal. Müssen wir uns mal hier weiter auf die Suche konzentrieren. Oh, was hat da gerade den Affen getötet? Das hat sich mies angehört. Ja, dann werde ich wohl den Bären gleich hier irgendwo finden, wenn er in der Nähe sein soll. Ich muss mal so Vögel hier erwischen, die ganze Zeit immer hier so rumfliegen. Ach, die sieht man sogar nicht auf dem Boden sitzen. Sehe ich nur die ganzen Affen hier. Auch mal Federn zum Upgraden. Da waren schon wieder welche, aber nicht gesehen, leider. Da sind auch nur wieder Affen, die da sitzen. Ein bisschen Stein mitnehmen. So, bin ich hier noch richtig? Jo, da ist er sogar schon. Hier mit seiner Urin-Duftmarke. Mache ich jetzt mit dem? Muss ich den wohl direkt töten? Jetzt hat er mal einen Brand. Will mich verarschen, jetzt rennt er ins Wasser.
Er soll eigentlich hier wegrennen. Ist ja gar nicht so dumm mit dem Wasser. Jetzt rennt er hier durch die Walachei. Shit, wo ist denn jetzt hin? Soll mal anfangen zu brennen und er soll nicht die ganze Zeit wegrennen, ey. Was ist das für ein feiger Bär? Dann hetz ich mal den Brutus da drauf. Ist denn der Scheuer hingerannt? Ach, da hinten sehe ich ihn. Och, renn doch nicht immer weg. Ah, hier gibt's Wildschweine. Ach, jetzt ist er schon tot. Das ging jetzt aber fix. So, jetzt muss ich wieder auf Suche nach den Jägern da machen. Anscheinend sind die hier vorne hier irgendwo. Vielleicht hat er die ganze Zeit weggerannt, das ging es hinterher ganz schön gut. Einmal mit dem Pfeil da drauf geschmissen. Schwer. Ich hoffe, die schießt sich jetzt mir auch an. Immer ein schönes Nachtgewächs hier. So, heißt das jetzt, dass ich Bären zähmen kann? Ich kann zwar hier den Narbenbär, aber noch nicht den Braunbär. Schade. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin jetzt so weit hier reingerannt. Wie geil ist das denn? Nashörner.
Ein Beißfisch. So, ich muss wieder hier hoch. Da ist nämlich dann der nächste. Wölfe habe ich schon. Jaguar, da müsste ich gleich mal gucken, ob ich die zähmen kann. Yo. Würde ich ja sagen, dann zähme ich mal so einen Jaguar. Gehe ich da mal? Bedeutet, dass da wohl irgendwo welche Lager sind, wenn da so Lichter brennen. Gehe ich doch mal da so dran. Vielleicht finde ich hier unterwegs dann auch noch ein paar Beißfische. Das sind Fische und Pflanzen, sehe ich hier noch auf der Karte. Was mich hier erwartet an den komischen Lichtern. Da oben hängt Fisch, glaube ich. So, gucken wir mal rum hier. Sieht nicht nach Gefahr aus. Ich glaube, da kann ich so reinmarschieren. Mein Trockenfischlager. Dann nehmen wir doch mal ein paar Fische hier.